Mami war so lustig ohne ihren Kopf. Ich bin in der Waschmaschine. Ich bin gar nicht da. Hundi, Hundi und. Ach Mensch, was soll denn das? Hüpti-dupti-du. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Head Horse. Leider habe ich es befürchtet. Man kann nur ein neues Spiel starten und nicht das alte weitermachen. Wie lange soll man das denn bitte spielen? Es war sehr, sehr umfangreich. Ich finde es auch echt ärgerlich, ne? Aber wir machen Head Horse in den Backrooms. Mit Hundi-Spiel starten. Und wir nehmen den Geist auf jeden Fall, wenn es das gibt. Im Moment. Geist. Anzeigen werden alle 4 Minuten angezeigt. Was ist damit gemeint? So, diesmal nehmen wir einen anderen. Der ist auch. Ist, hat zwar keinen Kerlkopf, aber. Zeit. Warum kann ich hier nicht starten? Nein. Ah, okay. Ich wollte gerade schon ausmachen. Ich hoffe, ich war auf Geist. Ich habe jetzt so viel hin und her gedrückt. Die Backrooms. Ruckel, 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 ruckel. Escape. Nee, Moment. Ich mach das doch mal neu. So. Ist jetzt weniger geruckel? Ja. Probieren wir das doch mal. Könnte sein, könnte sehr gut sein leider, dass es einen antesten wird. Ich bin immer noch so klein. Also in den Backrooms wisst ihr genau, also könnt ihr vergessen, dass ich mir hier irgendetwas an Weg merke, wenn das wirklich so ein großes... Feld ist, Areal ist. Ja. Taserladung, ja, ich habe den Taser... Vorher schon nicht gefunden. Ich habe wieder das erste Pferd ausgewählt, weil der Rest nicht funktionieren wollte. Dachbodenschlüssel. Wieso gibt es in der Welt einen Dachboden? Okay, ich werde mich niemals hier orientieren können. Hier gibt es Fleisch, also gibt es hier auch wieder einen Hundi. Taserladung. Fleisch in einem Pentagramm. Das ist ja fein. Do I really have to kill all of them? Yes, you do. Yes, I do. Wieso? Höre ich ihn von links? Von rechts auch was? Okay, da vorne ist mein Bett. Aber ich bin orientierungslos. Ich weiß gar nicht, haben Hasen einen guten Orientierungssinn oder rennen sie einfach nur? Mommy, let me leave. Also bei Gefahr bin ich weg. I wanna see the outside. Das kann ich gut. Okay, ich glaube jetzt mal zu dem da. Okay, wieder sowas. Also quasi dasselbe, nur in den Backrooms. Du hast mich vermisst? Ja, das freut mich ja. Aber Dachbodenschlüssel ist ja richtig benannt. Ja, weil gibt es hier vielleicht... Obwohl, hier gibt es keine Türen, oder? So, ich war hier. Ich schmeiß dich um. Oh Gott. Also rechnet damit, es wird dann antesten, weil das ist doch... Wäre ich doch... Nie im Leben.
neben mir merken können. Und wenn es lange dauert, habe ich Sorge, dass es da wieder anfängt zu rockeln. Aber ich finde die Backrooms immer noch echt fies. Du hast mich vermisst, ja, fein. Hier war ich schon. Diese Säule kommt mir auch bekannt vor. Ah, komm, wir zeigen dich mal von näherem. Bist du. Hast du eine Mütze auf? Nein, es sah gerade aus wie diese Franzosenmütze. Ich hate you, Mommy. Hate you, hate you, hate all of you. Okay. Hör mal auf zu laufen, ich will zu dem anderen Schritten gehen. Das ist doch nicht euer Ernst. Schraubenschlüssel. Dachbundes. Kann ich nicht irgendwas irgendwo Inventar packen? Ey. Hundi. Hundi hat die anderen, macht die anderen Schritte. Nix. War das hier, wo ich durchgehen wollte? Oder war es hier? Oh Gott. Hier ist die Küche, okay. Läuft der Hund auch durch die Glocke? Ich möchte dem Hund mal was zu essen bringen, gucken, was dann passiert. Hundi, wo bist du? Hundi? Nie zuordnen. I hate you, Mommy. Hate you, hate you, hate all of you. Hundi. Du bist nicht Hundi. Einfach nicht. Es kommt doch von links. Ja, Hundi, dann hast du jetzt Pech gehabt. Hier liegt dein Fleisch. Schraubenschlüssel. Do I really have to kill all of them? Nee. Yes, you do. Yes, I do. Nee. Das verstecken. Das Gott sagt nichts. Grinder will find your flesh delicious, and so will I. Oh. Ja, das Panel ist aus. Okay. Damn you! Damn you!
Munition. Nix. Einfach nur nix. You will not escape. Werde ich vielleicht nicht, weil dein Spiel einfach zu weitläufig ist. Was ist das da oben? Eine Glocke. Okay, ist wieder Fleisch. Sonst nix. Ich habe Schraubenschlüssel. Ja. Okay. Ich halte mich jetzt einfach nur an eine Seite dieser Wand. Gehe immer rechts entlang. Peri hat gesagt, ein Labyrinth. Vielleicht war es auch links entlang, aber ich gehe jetzt rechts entlang. Das habe ich nicht. Taser-Munition. Das Hundi. Ich würde dir gerne dein Fleisch geben, aber bis ich das jetzt gefunden habe, bist du eh wieder weg. Ich gehe jetzt immer rechts entlang. Hier war ich zwar schon mal, aber egal. Do I really have to kill all of them? Yes, you do. Yes, I do. Oh. Vorhängeschlossschlüssel. Ja, fein, aber ich weiß noch nicht mal, wo die Tür ist. Liegt hier irgendwas? Hm. Zumindest war ich hier noch nicht. Nein. Oh, Zellenschlüssel, was ich immer noch nicht wofür. Immer rechts entlang. Plop. Nagelzieher, ja. Wo soll ich denn jetzt wissen, was wichtiger ist? Dir irgendwas machen. Nein. Okay. Den Dachbodenschlüssel, ja. Ich bleibe rechts. Nee, geht dich nichts an. Taserladung. Tatsächlich noch Türen hier. Gerade Knack gemacht. Oh, eine Fuse. Aber ich finde doch dann nie wieder hin zurück. Grinder will find your flesh delicious. And so will I. Ich schreibe es auf, auch wenn ich nicht weiß, ob ich es hinkriege. What part of you do I cut first? Hallo. Chop heads. Ja. Er schneidet gerne Köpfe. Grinder will find your flesh delicious, and so will I. Der Hund wird mein Fleisch delicious finden. Weiß er nicht. Ah, hier war ich aber schon mal. Nehme ich dann doch die Fuse mit? Ich weiß nicht. Ich hier nicht schon mal? Also, war ich hier nicht schon mal mit dem gleichen Werkzeug? Ich werde die
News mitnehmen. Hoffe ich richtig. I just wanted to be like you. Scheiße, ist das richtig? Muss jetzt einfach links lang gehen, ne? Ja, okay, hier ist die Fuse. Das hier ist ein Schraubenschlüssel. F51. Guten Tag. Wir folgen weiter dem Plan. Mommy was so funny without her head. War hier die Küche? Ja, okay. Ging es ja auch nicht anders raus. Mami war so lustig ohne ihren Kopf. Was? Stimmt denn nicht mit dir? Ich meine, gut, du läufst mit dem Pferdekopf rum, ne? Aber. Ich finde, dass ohne den. Und dass der Gegner mich kriegt schon echt. Schwierig. Insert Code. 1151. Open. Entschuldigung. Okay, ich kann nicht reinfallen. Oh. Zellenschlüssel. Your liver is for grinder and your heart is for me. Delicious. Schraubenzieher. Where are you going? Zellenschlüssel. Ja, wo war denn der? Immer rechts an der Wand entlang. Ich meine, hier kann ich ja gar nicht einen zentralen Ort machen zum Sachen irgendwo platzieren, weil ich einfach keine Ahnung habe, wo ich bin. Hi. Eine Zange. Eine Waschmaschine. Where are you? Ich bin in der Waschmaschine. Wieso? Oh, mir schlafen die Beine. Okay, also aus dem Keller wieder raus. Zellenschlüssel. Und der Keller ist hier in diesem Labyrinth-Ding. Okay, also eigentlich, wenn ich immer wieder und immer und immer und immer wieder im Kreis laufe, dann bin ich doch alle die Sache. Show yourself. I'll be nice to you. Ja, du wirst bestimmt nett zu mir sein. Das glaube ich dir aufs Wort. Hallo, Hundi. Where are you going? Weiß ich nicht. Ich gehe einfach irgendwo lang. Immer der Wand entlang. Ja, hier war ich noch nicht. Chop heads, chop heads.
Nix. Ah, da habe ich hier nur angefangen. Das dauert ja ewig. Nix. Where are you? Ich habe einen Schraubenzieher. Was mache ich denn damit? Escape. Ja. Ich bin gar nicht da. I'll catch up to you. Ja, mach du mal. Nee, war ich auch nicht. Mommy, let me leave my room. I want to see the outside. Ja, Mami hätte dich mal nicht rauslassen sollen. Hi. No, Billy. No, Samantha, please. You're hurting me. Samantha und Billy? Er tut mir weh? Also ich meine, okay, er muss irgendwas Schreckliches erlebt haben. Was heißt, er muss, ne? Er wird wahrscheinlich was Schreckliches erlebt haben, dabei er so ist, wie er ist. I made a toy with Billy and Samantha. It looked so funny. Er hat mit Billy und Samantha ein Spielzeug gemacht? Oder aus? Hm. Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Lauf ich im Kreis? War ich doch. Wohin? Taser-Munition ohne Taser. Ich würde gerne mal tasern, einfach nur zu gucken, was dann so passiert. Mein umgeworfener Tisch. Vorhänge, Schlossschlüssel, nein. Okay, ich denke, ich gehe jetzt die neue Runde. Also eine erneute Runde. Das heißt, ich müsste ja irgendwann an dem Schlüssel wieder ankommen. Taser-Munition. Zellenschlüssel. Und die Zelle war im Irrgarten. Oh, der ist jetzt. Hm, wir hätten den anderen Schlüssel mitnehmen sollen. Zwar ist auch der Zellenschlüssel, ne? Zellenschlüssel. Ja. Hier. Der Schraubenschlüssel. Erinnert? Na, keine Ahnung. So. Von hier aus kürzen wir aber ab. Ich gehe nicht rechts entlang. Dachbodenschlüssel. Okay, für den Rückweg merken. I'll find you. Ja, schön für dich. Ich glaube hier. War es hier? Ich muss einfach immer wieder reingehen und gucken, ne? Wo ist das Keller? No, Billy. No, Samantha, please. You're hurting me. Was ist mit Billy und Samantha los? Und mit dir?
Wo geht es denn zum Keller? Bin ich etwa im Irrgarten gerade doch falsch abgebogen? Weil jetzt mein Zimmerchen. I'll cut you in half. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Nee. Pass mal auf. Da gehen wir doch nochmal zurück. Scheiße. Nein. So. Und hier bin ich irgendwo falsch gewesen, denke ich. Hier ging es irgendwo doch direkt zum Keller. Da, ach Mensch, ey. So, jetzt wieder die rechts entlang Taktik. Wegen mir nicht verlaufe, weil ich weiß, so bin ich. No one will hurt me. Ja, bin ich irgendwann zur Zellentür gekommen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Backroom-Spiel geschafft. Wenn das Ding mal speichern würde, ne? Ventil! Aber wo ist diese Haupttür? Ich will da reinspringen. Ich sagte aber vorhin, dass wir auf dem Rückweg den Dachbodenschlüssel mitnehmen. Okay, mal gucken, ob wir da wieder hinkommen jetzt. Ach, guck mal hier. Aber waren wir da hinten schon? Geht's dann überhaupt noch weiter? Natürlich geht's da weiter. Egal, machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir nicht. Wir gehen. So, hier kam ich her. Hier bin ich fälschlicherweise reingelatscht. Und hier ist der Dachbodenschlüssel. Nehme ich aber von hier, damit man das Ventil sieht. Und das Dachbodending war hier. Ich laufe jetzt aber anders herum, an der linken Wand entlang. Weil ich vorher rechts entlang gelaufen bin. Was liegt hier? Ich glaube, der Schraubendings. Da! Haha! Attic Key. Ach nein, irgendwo gab es auch eine Kisten, einen Kistenschlüssel. Was macht mein Kaffee? Kaffee ist bald leer. Oh, Scheiß. Okay, wir gehen das Rad wiederholen. Wieder rechts entlang. Hier war Nora. Oh, ich habe das Gefühl, es fängt leicht an zu ruckeln. Lass mich durch, bitte. Jetzt könnte ich mal kurz eine Pause machen zum Kaffee holen und ein Brot essen, aber ich glaube. Du kommst jetzt hier hin? Ach ja, du siehst mich ja nicht. Da. You will not escape. Ich glaube, jetzt hier zu warten wäre nicht so gut.
So, irgendwo gab es noch die Karte. Hier oben weiß ich gar nicht, ob das dann automatisch geht. Zugangskarte. Wo war das? I can smell your fear. Bis dahin nehme ich den Schraubenzieher. Schraubenzieher oder Nagelzieher. Chop, 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 chop. Ja, chop, chop, chop. Ich laufe jetzt links entlang, weil ich, ist ja eigentlich auch egal, weil irgendwann, irgendwo läuft man an dieser Karte vorbei. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal alles Unnütze zu. Das hier war wirklich nur Taser-Munition, ne? Ja. Wobei, mache ich das zu? Macht das Sinn? Ne, dann weiß ich ja nicht, falls ich irgendwo neu bin. Aber ich mache dann vielleicht nur ein bisschen zu, damit ich weiß, da ist kein wichtiger Gegenstand. Run, but you cannot hide. Ja, mach ich doch. Und außerdem kann ich mich wohl verstecken. Oh. Vorhänge, Schloss, Schlüssel. Okay, das ist da auch dran, ne? Der Schraubenzieher ist jetzt da. Where are you going? Ich bin hier. Hallo Hund. So, dann gehen wir jetzt wieder rechts entlang, damit ich jetzt wieder da hinkomme, oder? What part of you do I cut first? Ich weiß nicht, wenn ich mich entscheiden müsste, welchen Teil meines Körpers er zuerst schneiden soll. Nee, oh Gott, möchte ich gar nicht so viel drüber nachdenken. Das würde alles furchtbar wehtun und es würde alles für irgendwelche Funktionen fehlen. Es würde vielleicht Zeit bringen, um vielleicht gerettet zu werden oder vielleicht doch entkommen zu können. Ich habe keine Orientierung, aber war es nicht hier? Oh nein, das ist die Uhr. Da brauche ich den Schraubenzieher für. Hier war ich noch nicht. Kannst du gar nicht. Dein Hund sieht mich. Dein Hund steht mir im Weg. Was habe ich jetzt für... Achso, Vorhänge. Schloss. Ja, hier war ich. Hundi, guck mal, hier ist Fleisch. Hundi, 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 wo ist Hund? Hallo Hund, 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 Hund. Hier. Hm. Okay. Es fängt an zu ruckeln. Oh, ein Schlossschlüssel. Na gut, dann gehe ich da halt nicht rein. I'll chop you into pieces and feed my dog. Ah, da hat der Hund halt wenigstens was zu essen. Mal gucken. Ach, Menno. Das hat doch vorher nicht so geruckelt, oder? Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Jetzt habe ich nie aufgepasst, glaube ich, richtig. Ist hier eigentlich irgendwas Wichtiges noch? I have to kill them all. All of them. Nagelzieher. Hm. Hm, hm.
Billy, no Samantha, please. You're hurting me. Ja, Billy und Samantha, ihr habt nicht komplett die Arbeit gemacht, ne? Er hätte ihm mal richtig wehtun sollen, dass er gar nicht erst hier so einen Scheiß macht. Okay, warte. Ich brauche zwar dafür einen Schraubenzieher, aber ich glaube, ich war hier noch nicht. Why didn't you take me with you? Da, seht ihr? Dad, warum hast du mich nicht mit dir genommen? Oh, was ist das? Kann ich da bitte Schrauben ziehen? Um die Schrauben zu entfernen. Nein. Dad, I'm going to where you are. Hä? Hier war ich doch jetzt. Nix. Ach Mensch. Was soll denn das? I'll chop you into pieces and feed my dog. Ja, fein. Also langsam wird mir auch ein bisschen übel davon, ne? Hier war ich schon. Okay. Ich glaube, das macht keinen Sinn, weil ihr seht, wie es ruckelt. Es ist scheiße. Aber ist wie es ist. Wir haben einen kleinen Eindruck, es war ja eh zum Üben, ne? Also Geistermodus ist zum Üben, wir haben geübt. Ich weiß nicht, ob das normal ist im Geistermodus, dass man das gar nicht so zu Ende spielen soll. Ne? Aber hier Ruckel, Ruckel, Ruckel Party ist halt Kacke. Ne? Ich hätte gerne mehr über ihn erfahren, aber ich ganz ehrlich, ich traue mich das nicht im auch nicht im leichten Modus, weil er kann mich ja töten und ich werde sehr früh drauf gehen und dann haben wir das Rätsel immer noch nicht gelöst. Ah, ja, er kann mich riechen, ich weiß nicht mehr, wo er ist. Ja. Gut, dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.